Hier in Düsseldorf am 17. September an der Uni war es diesmal weniger sein Einsatz, sondern die Würdigung seiner Einsätze, seines Wirkens. Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für medizinische Soziologie und der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention wurde Professor Dr. Gerhard Trabert mit der Salomon-Neumann-Medaille geehrt. Neumann war ein deutscher Armenarzt, Medizinalreformer und Medizinstatistiker. Er wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Er gehört zu den bedeutendsten wenigen Ärzten, die den sozialmedizinischen Fortschritt Ende des 19. Jahrhunderts entscheidend beeinflusst haben. Die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention verleiht seit 1986 die Salomon-Neumann-Medaille für besondere Verdienste um die Präventiv- und Sozialmedizin. Religionszugehörigkeiten werden normalerweise nicht besonders betont. Ich möchte es dennoch tun, gerade in der heutigen Zeit, in der Rechtspopulismus, Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus in unserem Land wieder erstarken. So ist es mir besonders wichtig, in Solidarität mit Menschen, die einer anderen als der christlichen Religionsgemeinschaft angehören, ob dies der islamische Glaube oder im Falle Salomon Neumanns der jüdische Glaube ist, dies explizit hervorzuheben. Seit 2013 betreibt Professor Dr. Trabert in Räumlichkeiten der Stadt Mainz die Ambulanz ohne Grenzen, die wohnungslose Menschen und Patienten ohne Versicherungsschutz kostenfrei medizinisch behandelt. Er erhielt inzwischen zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem das Bundesverdienstkreuz, den Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Paracelsus-Medaille. Mahatma Gandhi sagte vor über einem halben Jahrhundert, Armut ist die schlimmste Form von Gewalt. Daran hat sich nichts geändert. Das Menschenrecht auf eine adäquate Gesundheitsversorgung wird tausendfach in Deutschland verletzt. Es wird strukturell verletzt. Von Einkommensarmut betroffene Menschen sind kränker und sterben früher. So besteht ein Lebenserwartungsunterschied von 11 Jahren bei den Männern und von 8 Jahren bei den Frauen zwischen dem reichsten und dem ärmsten Viertel der deutschen Bevölkerung. Fast ein Drittel der von Einkommensarmut betroffenen Männer erreicht nicht das 65. Lebensjahr. Arm zu sein bedeutet, einer großen psychosozialen Belastung ausgesetzt zu sein. Besonders in unserer leistungsbezogenen Gesellschaft. Erschwerend kommt zudem hinzu, dass es immer noch eine Unkultur der Diffamierung und Schuldzuweisung gegenüber sozial benachteiligten Menschen gibt. So ist die Bezeichnung sozial schwach eine terminologische Form der Diskriminierung. Die Menschen sind nicht sozial schwach, sie sind einkommensschwach. Wenn Herr Seehofer, unser Bundesinnenminister, behauptet, dass die Mutter aller politischen Probleme die Migration sei, dann irrt er gewaltig. Es ist eben, da können Sie mal klappen. Es ist eben nicht die Migration, sondern die politisch und wirtschaftlich zu verantwortende soziale Ungerechtigkeit, die ungerechte Verteilung von finanziellen Ressourcen, die Zunahme von Armut in Deutschland und überall auf der Erde. Armut darf nicht gegen Armut ausgespielt werden und Rassismus darf nie mehr toleriert werden. Es sei für ihn etwas problematisch, so eine Auszeichnung zu erhalten, sagte uns Professor Dr. Trabert in einem Interview. Denn nicht der Helfer, sondern die Hilfesuchenden müssten stets im Vordergrund stehen. Deshalb ist das Ganze auch für mich immer sehr ambivalent. Ich hoffe, dass die Menschen, die zugehört haben, auch meiner Rede, nachdenken und erkennen, jeder von uns muss Haltung zeigen, jeder muss etwas tun und wir müssen gemeinsam etwas gegen Diskriminierung, soziale Ungerechtigkeit und Ausgrenzung tun. Und gegen Rassismus. Leisten wir alle der Fremdenfeindlichkeit, dem Rassismus und dem Rechtspopulismus gegenüber Widerstand.
leisten wir eine Verharmlosung der Aussagen, Inhalte und Meinungen der Mitläufer und Verantwortlichen Widerstand und leisten wir einer ungerechten, unsozialen deutschen und europäischen Politik Widerstand. Eine Politik, die Banken rettet, aber Menschen diffamiert, abschiebt, ausgrenzt und sterben lässt. Diese Politik, diese menschenverachtende Politik der etablierten Parteien, unterstützt von einer Marktwirtschaft, speziell Finanzwirtschaft, die ihre soziale Verantwortung abgelegt hat und negiert, die hierdurch Rechtspopulismus mitverantwortlich verursacht hat, diese Politik macht mir Angst. Wir dürfen nicht müde werden, wachsam gegenüber diesen Entwicklungen zu sein und Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit beim Namen zu nennen und zu handeln. Am Ende seiner Rede stellte Professor Trabert die provokative Frage, was in der heutigen Zeit der Gang eines anständigen Menschen sei. Er sagte, dass jeder für sich und für sein Leben diese Frage beantworten müsse.